Hallo, ich bin Lisa Vicari und wir gucken jetzt mal, ob ich Martha aus Dark oder Izzy aus Izzy und Ossi ähnlicher bin. Okay, also familientechnisch. Martha ist in auch ein bisschen schwierigen Familienverhältnissen groß geworden. Es ist dann ja auch ein bisschen zerrütteter alles und komplizierter als gedacht. Und Izzy ist als Einzelkind groß geworden mit Eltern, die unfassbar viel Geld haben und ihr alles kaufen konnten, was sie wollten. Es ist echt schwierig, mich da in einen von den beiden einzuordnen. Also dadurch, dass Martha Geschwister hat, ich habe auch einen großen Bruder, würde ich mich tendenziell eher zu Marthas Familie einordnen, aber ja, nicht hundertprozentig. Okay, beim Freundeskreis würde ich mich auf jeden Fall für Dark entscheiden, für Marthas Freundeskreis. Ich habe das Gefühl, die halten auf jeden Fall gut zusammen und sind so eine schöne Gang. Und ja, Izzy bei Izzy und Ossi hat halt vor allem eine gute Freundin, Camilla, auf die sie sich auch verlassen kann und die sich auch schon seit Kindheitstagen kennen. Aber im Großen und Ganzen fühlt sie sich ja nicht wirklich wohl in ihrem Freundeskreis und muss sich ihre Freunde erst noch neu suchen. Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall Glück und bin eher beim Freundeskreis von Martha einzuordnen. So. Die Hobbys ist auch sehr schwierig, weil ich sowohl, eigentlich habe ich beide Hobbys von beiden Charakteren privat auch in mir. Also Martha spielt ja Theater. Ich habe zwar nie Schultheater gespielt, aber bin ja auch Schauspielerin geworden. Also das Hobby habe ich auf jeden Fall und das ist auch eine große Leidenschaft. Deswegen, es ist ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen auch, weil ich koche auch sehr gerne, wie Izzy. Jetzt nicht, dass ich Köchin werden will, aber ich würde fast sagen, es ist ausgeglichen, aber ich glaube dann doch, das Schauspiel überwiegt. Also, Martha, ja. So, Männergeschmack ist schwierig. Also Jonas ist komplett anders als Ossi. Izzy sucht sich ihren Mann ja eher erstmal nach optischen Kategorien aus, dass er erstmal so ein bisschen asozial aussieht und sie ihre Eltern damit provozieren kann. Und Jonas und Martha haben sich ja kennen sich ja schon lange und haben sich dann auch über einen langen Zeitraum kennengelernt, schon seit Kindheit eigentlich. Aber ich finde es schwierig, weil beide haben ihre Qualitäten und ich glaube, beide Rollen, also Izzy und Ossi und Martha und Jonas, haben beide ziemlich besondere Beziehungen zueinander. Deswegen kann ich mich eigentlich nicht entscheiden. Okay, und der letzte Punkt ist Style. Martha hat ja, also gerade in der ersten Staffel, es hat sich ja so ein bisschen gewandelt, von der ersten zur zweiten Staffel. In der ersten hatte ich viel karierte Sachen an, Röcke, Schals und so Blusen und so alles so ein bisschen romantischer verspielt. Und in der zweiten Staffel wurde alles ja so ein bisschen existenzieller und es war Sommer. Und es war dann so ein bisschen einfach Jeans und T-Shirt. Also Jeans und T-Shirt ist schon was ich privat auch viel trage. Und Izzy hat natürlich teure Klamotten, hat Designer-Klamotten, aber zieht sich im Verhältnis dafür, wie viel Geld ihre Familie hat, gar nicht so extrem luxuriös an. Also sie versucht sich schon immer so ein bisschen runterzudressen. Sieht natürlich in Mannheim immer noch völlig overdressed aus. Die eine Sache, die ich von Izzy klauen würde, sind, glaube ich, die Handtaschen. Die sind echt schön. Ich mag auch so kleine Handtaschen. Also ich glaube, ich würde es auch so mixen. Und so die Jeans und T-Shirt von Martha mit den Accessoires von Izzy ist, glaube ich, so mein Style. Wie viel Martha jetzt?